Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzfrequenz. Mein Name ist Nadine Schmidt. Ich arbeite hier in der BG-Klinik Ludwigshafen in der Unternehmenskommunikation. Und mir gegenüber sitzt der Dr. Studier Fischer, der bei uns in der BG-Klinik als Sektionsleiter für Schulter- und Ellenbogenchirurgie arbeitet. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Waren Sie heute schon im OP? Ja, fast, aber wir haben kommuniziert und gesprochen und den Tagesplan festgelegt. Mein Vertreter ist jetzt gerade im OP. Okay, das heißt, Sie haben heute noch nicht Hand angelegt? Noch keine Hand angelegt im OP, aber geplant. Seit wann arbeiten Sie bei uns in der BG-Klinik? Seit 1997 bin ich an die BG gekommen, habe vorher in Freiburg gearbeitet, seit 1990 und bin ja mittlerweile der dienstälteste Unfallchirurg im Hause. Der dienstälteste Unfallchirurg. Können Sie so grob abschätzen, wie viele Operationen Sie schon gemacht haben? 15.000, 20.000 ungefähr. Das ist eine Hausnummer. Warum sind Sie denn Arzt geworden? Ich komme hier aus der Region und für mich war die BG-Klinik und die Hubschrauberärzte immer so neben den Astronauten die großen Helden meiner Jugend. Und dann habe ich festgestellt, dass ich hier auch her möchte. Sie lächeln, das heißt, die Begeisterung hält an? Die hält an, ja. Das ist wirklich, ungebrochen? Ungebrochen. Ach, das ist aber schön. Das heißt, Arzt ist für Sie ein Traumberuf? Das ist mein Beruf. Sehr ja, schön. Das ist alternativlos gewesen für mich. Sehr schön. Wir sprechen heute aber nicht über Unfallchirurgie, auch nicht über Orthopädie, nicht über Schulter- und Ellenbogenchirurgie, sondern wir sprechen über Kindertraumatologie. Dafür sind Sie auch zuständig. Ja, wir haben hier bei uns im Hause immer wieder sehr viele Kinder und es hat sich die letzten Jahre so entwickelt, dass wir in unserer Sprechstunde für Schulter- und Ellenbogen immer wieder jede Menge Kinder hatten, die dann auch versorgt werden müssten. Und die müssen auch teilweise, wenn sie Schulunfälle oder Kita-Unfälle haben, müssen die versorgt werden über berufsgenossenschaftliche Einrichtungen. Und dann haben wir immer mehr bekommen und dann haben wir gesehen, dass hier extremer Bedarf besteht. Und die Kollegen draußen sind teilweise auch sehr besorgt und sehr unsicher, was die Kinderversorgung angeht. Und dann haben wir gesagt, okay, hier besteht Bedarf und wir führen das ein. Bis zu welchem Alter gilt man als Kind? Wir haben die Kinder bis 16, also wenn sie 16. Lebensjahr erreicht haben, sind sie nicht mehr bei uns statistisch als Kinder zu betrachten, aber wir haben teilweise auch kindliche Verletzungen, die über das 16. Lebensjahr hinaus versorgt werden müssen. Das ist so eine Übergangszone, je nachdem, wo es entstanden ist und wie es entstanden ist. Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Kollegen und Kolleginnen von draußen haben da Unsicherheiten. Auf was genau muss man denn achten, wenn man ein Kind behandelt? Ja, man behandelt ja nicht nur das Kind, sondern die Familie und es sind ganz andere Ängste als die Ängste, die dann auch die Erwachsenen haben oder so. Das ist immer sehr viel Unsicherheit und es ist auch eine geringere Anzahl von Patienten, die dann eben aufschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder vielleicht sogar angenehme Patienten und Patientinnen sind, weil die sich nicht so Gedanken machen vielleicht? Ja, es gibt da manche, die machen das sehr gut mit und manche, die sind etwas zickig und manche sind auch sehr ängstlich und da muss man individuell auf die Kinder eingehen. Und so körperlich, worauf muss man da achten? Keine Schmerzen zufügen. Und das ist ganz kurz, keine Schmerzen zufügen. Was die Kinder selbst machen können, sie zeigen, wo es weh tut, sie zeigen, was sie bewegen können, sie sagen uns, was sie für Schmerzen haben und wir versuchen dann den Kindern wirklich die Ängste zu nehmen und die Schmerzen wirklich zu vermeiden. Das macht man bei Erwachsenen wahrscheinlich auch nur nicht so offensichtlich, ne? Nicht ganz so offensichtlich. Jetzt haben Sie gesagt, wir sind nicht die erste Anlaufstelle für Kinder. Ja, wenn die Kinder verletzt sind und dann kommen sie dann doch auch, weil wir doch mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, kommen die dann direkt zu uns oder die Niedergelassenen machen da gar nicht viel dran rum. Die stellen das ruhig, legen Gipsverband an oder eine Ruhigstellung und schicken das dann bei uns vorbei. Sie haben sich diese Kompetenz der Kindertraumatologie extra zertifizieren lassen. Worum genau ging es da? Also das war unter anderem eine Ausbildung über 2 Jahre, wo wir immer wieder zu Seminaren angereist sind, haben dann Fälle besprochen, haben dann Praktiken geübt und haben unsere Kenntnisse dann auch etwas sortiert. Wir sind ja auch nicht ganz unbedarft, was die Kinderversorgung angeht und haben das auf ein national-internationales Level angeglichen beziehungsweise auch abgeglichen, dass wir Gleiches machen wie die anderen kinderchirurgischen oder kinderunfallchirurgischen Kliniken in Deutschland. Wer hat dieses Zertifikat ausgestellt? Also das war über die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendtraumatologie der
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie in Zusammenarbeit mit den Unfallversicherungsträgern und dann wurde ein nationales Zertifikat aufgelegt. Und man muss eine gewisse Anzahl von Eingriffen nachweisen, man muss eine gewisse Anzahl von Expertisen nachweisen und eben auch diese Schulung durchlaufen. Wird dieses Zertifikat jetzt immer erneuert oder? Nein, das Zertifikat wird nicht erneuert, sondern das Zertifikat, das besteht. Aber wir sind da auch in regem Austausch mit anderen kindertraumatologischen Kliniken, mit Hamburg, mit Stuttgart, mit Mannheim, mit Karlsruhe. Das ist ein Qualitätszirkel, wo wir auch immer wieder gegenseitig Fälle besprechen, wo wir Fälle vorstellen und diskutieren darüber, dass wir da einen Konsens finden, wie wir unsere Kinder dann auch adäquat und modern versorgen können. Sie haben jetzt gesagt modern und vorhin haben Sie gesagt, Sie sind schon sehr lange Arzt. Ist das ein Bewusstsein, das relativ neu ist, dass man Kinder überhaupt als spezielle Gruppe mit einer besonderen Behandlungsart oder mit einem besonderen Einwirken, dass man die überhaupt sieht? Ja, Kinder haben eine andere Biologie, das heißt, man muss nicht alle Frakturen mit Platten versorgen. Wir haben da auch kinderspezifische Implantate, wie solche Titanfedernägel, die dann zum Beispiel in den Markraum eingebracht werden, bei Unterarmfrakturen, bei Oberarmfrakturen. Und die sind relativ biologisch, man kann die Kinder teilweise funktionell nachbehandeln. Und die Kinder haben ein hohes Potenzial, auch Frakturen auszuheilen oder zur Ausheilung zu bringen, die bei Erwachsenen nicht funktionieren würde. Jetzt mal unabhängig von den Fachgebieten, ist Kindertraumatologie oder der besondere Umgang mit Kindern, wenn sie verunfallt sind, sollte eigentlich jeder Arzt und jede Ärztin gewisse Grundkenntnisse haben. Gewisse Grundkenntnisse sind zu erwarten. Das gehört auch zur Ausbildung dazu für eine Chirurgie, für eine Unfallchirurgie. Und da sind die Grundfähigkeiten schon da. Nur wir haben natürlich jetzt ein bisschen andere Expertise, was die Nachbehandlung, was die Behandlung angeht. Wir haben sehr kurze Liegezeiten. Teilweise werden die Patienten direkt ambulant versorgt und gehen dann wieder in die Obhut der Familien rein und müssen dann nicht stationär aufgenommen werden. Mhm. Geben Sie das Wissen, das Sie jetzt über dieses Zertifikat und über die 2 Jahre erlangt haben, auch an alle Berufsgruppen hier intern weiter? Pflegefachkräfte betrifft es ja auch, wenn Sie jetzt sagen, stationärer Aufenthalt. Ja, wir haben das bei uns als spezielle Sprechstunde. Wir sind immer zusammen in der Sprechstunde. Die Patienten werden von mir und meinen Kollegen gesehen. Wir besprechen dann die Fälle. Das heißt also, wir haben da einen direkten Austausch über die Vorgehensweise, über die Ruhigstellung, über die Weiterbehandlung, über die Schmerztherapie. Dann geht es auch mit der Pflege weiter, dann geht es auch mit dem OP weiter und haben da einen sehr regen Austausch mit den Fachgruppen. Wie kam denn dieses Thema, das haben wir immer noch nicht geklärt, jetzt speziell zu Ihnen? Das hätte ja theoretisch auch ein anderer Arzt oder eine andere Ärztin machen können. Also wir koordinieren das, was wir, unsere Patienten im Haus koordinieren wir und wir haben gesehen, dass einfach in der Schulter- und Ellenbogenbereich Unterarmfrakturen, das ist eine relativ häufige Verletzung bei den Kindern, fast die häufigste und die sind einfach immer wieder bei uns aufgeschlagen in der Sprechstunde und wir haben dann gesehen, dass wir mit der Entwicklung und mit der Einführung anderer Behandlungsmethoden die Kinder recht gut versorgen konnten. Das war einfach eine Frage von Angebot und Nachfrage. Die Kinder sind zu uns gekommen und dann haben wir festgestellt, dass wir hier einen Bedarf haben. Da denkt man natürlich sofort an dieses typische beim Fußballspielen, das Beinbrechen, vom Klettergerüst fallen und vom Baum. Sind das wirklich die häufigsten Verletzungen? Also bei Jungs sind es oft diese kompetitiven Mannschaftssportarten, bei denen die sich verletzen. Und bei den Mädchen sind es, auch wenn es etwas Stereotyp ist, Turnverletzungen, das sind Verletzungen, die beim Reiten entstehen. Ja. Das sind dann aber auch Verletzungen, die auf Kindergeburtstagen in institutionalisierten Spaßanstalten stattfinden. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß, was Sie meinen, ja. Die auch wirklich ein bisschen gefährlich auch aussehen, ne? Wenn Sie so eine Einrichtung sehen, haben Sie dann gleich im Blick, oh, das ist Material, das vielleicht später irgendwie mal bei uns landet? Das wäre zu kommerziell, so zu denken. Aber man kann sich schon manchmal vorstellen, dass wir an bestimmten Einrichtungen an Samstagnachmittagen, wenn Kindergeburtstage sind, dort ein Rettungsfahrzeug hinstellt, weil da kommen immer die Kinder raus. Ja. Sind Sie selbst auch als Kind schon mal, haben Sie da Erfahrung mit dem Krankenhaus gemacht? Ja, ich nicht, aber ich habe meine Kinder praktisch regelmäßig hier in der Klinik vorgestellt und die Ambulanzschwester
unsere alte Chefin aus der Ambulanz, die konnte meine Kinder direkt identifizieren und wusste auch die Spezialitäten und die waren regelmäßig bei uns. Ich sage jetzt, es ist sehr schön, aber aus einem anderen Grund. Natürlich nicht schön, dass sie sich verletzt haben, aber schön, dass das eine Bindung zur BG-Klinik ist über die ganze Familie Studie Fischer. Das finde ich sehr gut. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch zum Thema Kindertraumatologie. Was machen Sie jetzt als nächstes? Wir werden jetzt gemeinsam eine Schulter arthroskopieren und stabilisieren und dann haben wir noch eine Korrektur eines jungen ausländischen Patienten, der in der Jugend auf der Flucht eine Unterarmfraktur hatte, die falsch zusammengeheilt ist. Die werden wir jetzt korrigieren, die Achse richtig stellen und dann das gerade machen, hoffentlich, dass er dann wieder seinen Arm korrekt einsetzen kann. Ich würde jetzt als Laien sagen, viel Erfolg, was man so sagt. Gibt es da so einen typischen Spruch unter Unfallchirurgen, wie man sich Glück wünscht bei einer Operation? Nein, wir gucken, dass es einfach gut wird. Okay, ich bin sicher, es wird gut. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank und einen schönen Tag.